nächsten Talk anfangen. Er ist überhaupt über Robust IRC. Habt Spaß. Danke. Geht so nah wie möglich ans Mikrofon. Okay, hallo. Mein Name ist Michael. Ich rede über Robust IRC, Robust ohne Netzblitz. Die Motivation, irgendetwas im IRC-Raum ist, dass IRC immer noch weit in Gebrauch sind in den freien Software- und Hacker-Kreisen. Wir haben keine überzeugende Alternative gefunden. Und als wir dann uns fragten, was unsere Probleme sind mit IRC, ist das größte Problem die geringe Stabilität in Bezug auf TCP-IP-Unterbrechungen. Wenn ihr eine solche Unterbrechung habt, wisst ihr, dann seid ihr einfach nicht mehr im Chat. Aber wenn ihr zwischen zwei Servern ein Disconnect habt, dann kann ganze Teile des Netzwerks nicht miteinander sprechen. Wir haben also diese merkwürdige Motivation, niemals Upgrades zu tun, keinen Reboot zu tun, denn all dies sorgt für Netzblitz, die ihr vermeiden wollt, oder? Wir hatten also zwei Ideen, um das zu reparieren. Die erste ist ein Tunnelprotokoll, um diese Disconnects nicht mehr zu einem Faktor zu machen. Außerdem haben wir uns umgesehen und haben gesehen, dass es hochverfügbare Datenbanken gibt. Warum nehmen wir das also nicht als Modell und designen unser IRC als ein verteiltes System in diesem System? In einem robust IRC-Netzwerk haben wir einige Server, die einen virtuellen IRC-Server zusammen ausmachen. Zu jeder Zeit kann die Minderheit der Server ausfallen. Das ist kein Problem. Also bei 3 Servern könne einer ausfallen, bei 5 Servern könnten 2 ausfallen. Für die Kommunikation zwischen dem Client, also dir oder deinem IRC-Client und dem robusten Netzwerk, nutzen wir ein Protokoll, das nennt sich Robust Session. Basiert auf HTTP und kann also sehr einfach implementiert werden. Das ist ein sehr kleines Programm, die Brücke, die IRC über Robust Session tunnelt, also ihr lasst also euren normalen IRC-Client laufen. Wie läuft es also? Jedes einlaufende IRC-Kommando wird persistiert mit RAF, wird also auf alle Server verteilt und wenn die Mehrheit aller Server diese Nachricht bestätigt hat, wird sie ausgeführt. Die Server sind als State-Maschinen implementiert. Das heißt also, dass die immer denselben Zustand haben. Wenn also irgendwann eine Verbindung verloren geht, kann man einfach zu dem anderen Server sich herüber bewegen und denselben Zustand behalten. Wenn also jetzt ein Server stirbt, wieder Reboot oder so, kann man die Zustände, die man hat, ausführen und hat dann denselben Zustand zwischen Servern wieder. Die Feinheiten, die Details sind also, dass die Latenz, die IRC-Latenz ist dann die Median-Latenz von allen Servern. Die Nachricht muss verteilt werden. Außerdem, wenn ihr ein wirklich robustes Netzwerk habt, dann braucht ihr mindestens 3 Domains für Fehlschläge. Und zuletzt, aber nicht am geringsten, der Durchsatz ist bisher noch nicht hoch genug, um wirklich IRC als Ganzes wie Freenode zu ersetzen. Also um euch zu verbinden, installiert ihr einfach eine Bridge. Das kann also in eurer Distribution sein, wenn ihr Debian oder Arch habt. Oder sonst müsst ihr Go installieren und dann setzt ihr diese Go-Umgebung auf. Und dann setzt ihr Bridge auf und dann verbindet ihr euren Lieblings-IRC-Client. Außerdem gibt es auch eine Brücke, die wir verwenden, legacy-isd.robust-isd.net. Nicht so gut. Ist ganz gut gegen Netzblitz zwischen Servern, aber nicht so gut geeignet, um Verbindungsabbrüche zwischen dir und dem Servern zu verhindern. Das ist das Ende, aber es gibt die Website, ihr könnt euer eigenes Netzwerk aufsetzen und es gibt auch einen 40-minütigen Tech-Vortrag, wenn ihr mehr lernen wollt. Und ich bin hier, also bitte sprecht mich jederzeit an. Ich beantworte sehr gerne eure Fragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir haben nur noch eine Minute, also Fragen, du warst viel zu schnell. Gibt es irgendwelche Fragen? Nein, nein, ich sehe keine. Okay, der nächste Sprecher, nächste Sprecherin. Hi, ich bin Max. Ich
werde euch ein Projekt zeigen, an dem ich mit ein paar Freunden aus Darmstadt gearbeitet habe. Das ist NFC-Gate. Und es geht darum, das und Security darin zu brechen. Eine kleine Einführung in NFC. Near Field Communication. Es läuft bei 13,56 MHz. Es benutzt eine Smart Card. Es wird für Bezahlung, öffentlichen Nahverkehr, Dokument verwendet und in nahezu jedem Android-Phone ist drin. Als wir jetzt sahen, dass es ein neues Feature gibt, das HCI ist, haben wir festgestellt, dass man ein Android-Device als NFC-Device benutzen kann. In der Theorie benutzt ihr die Karte, zwei Android-Phones und könnt dann den ganzen Datenverkehr darüber transportieren. Wir haben gesehen, dass Android das wirklich nicht möchte und tut eine ganze Reihe von Sicherheitsmaßnahmen dazwischen und hat auch ein paar Bugs eingebaut. War ziemlich schwierig. Mit viel Zeit, viel Gefluch und viel Kaffee haben wir alle diese Probleme gelöst und wir wollen euch jetzt darüber erzählen. Das erste Problem war, dass Android nur einen bestimmten ISO-Standard für ICE unterstützt. Viele Karten benutzen diesen Status nicht. Wir haben das Problem gelöst, dass wir eine spezielle Bibliothek benutzt haben und diesen ganzen Checks aus dem Weg gebracht haben. Und so kann man jetzt damit mit einem Standard Android mit Hilfe unserer App diese ganze Arbeit machen. Wir können nahezu alle üblichen NFC-Cards damit emulieren. Das zweite Problem ist, dass Android keine API besitzt, um den Unique Identifier zu setzen, den wir benutzen. Wir verwenden. Das ist etwas ärgerlich. Wir haben das gefixt, indem wir eine undokumentierte Funktion benutzt haben, mit dem man einen Byte-Stream zu dem NFC-Chip transportiert. Und damit können wir eine willkürliche UID setzen und damit. Wir können jetzt also jede beliebige UID emulieren. Man braucht für unseren Code ein Android 4.4. Mindestens einen Broadcom NFC-Chip, Nexus zum Beispiel. Ihr braucht das Exposed Framework, einen Server, um den Relay-Server zu benutzen und irgendein NFC-System. Warum das jetzt veröffentlichen? Dieses Zeug ist gefährlich. Kirchhoff sagt dazu, wenn dein System auf deine Sicherheit auf deinem schlechten System basiert, da wird irgendjemand das schon hacken. Ihr bekommt den Code at nfc.ytf. Ihr könnt also precompileden Code und auch den Source Code bekommen. Viel Spaß und sendet Patches bitte. Hallo, ich bin Katie und ich arbeite in der britischen Bibliothek. Du denkst bestimmt, was zum Teufel macht hier eine Bibliothekarin? Ich glaube, hier ist ein Bibliothekar, die begeistert sind, aber ich hoffe, hier sind noch mehr Bibliothekarinnen.
We are relying on a lot of... Und wir haben auch ein Archiv aller britischen Websites. Wir sind also ein bisschen digitaler, als es auf den ersten Blick scheinen kann. Aber das British Library Labs Projekt schaut darauf, was wir mit unseren digitalen und digitalisierten Sammlungen machen können. Wie jede Bibliothek digitalisieren wir viel. Aber wir glauben, das ist erst der Anfang. Ihr könnt Inhalte rauspumpen, aber das, was wirklich wichtig ist, ist das, was Menschen damit machen. Was ist Labs und wie funktioniert das? Es ist die Menschen mit den interessanten Ideen kann jeder sein. Du, jemand an einer Uni, jemand der für ein Tech-Startup arbeitet, der unsere Daten nützlich findet. Und manchmal auch wir. Manchmal haben wir Ideen, was wir damit machen können, mit ein bisschen Know-how und ein bisschen Experimentierfreude. Und auf dieser Zeichnung könnt ihr sehen, dass es ein Stadium gibt, wo wir überlegen, was die besten Ideen sind. Und manches davon passiert ohne dass wir uns überhaupt einmischen. Manche machen Sachen, über die wir gar nicht nachgedacht hätten. Aber wir helfen Leuten, mit unseren Daten zu arbeiten und sie an Daten zu bekommen. Zwei wichtige Sachen, die da wichtig sind für die Leute hier. Eine ist die Konkurrenz. Was ihr mit den Sachen tut. Und das andere ist Gewinne, die ihr kriegen könnt, wenn ihr besonders gute Ideen einreicht. Nächste Folie. Aber was ist sind diese Daten? Ich habe das auf einer Festplatte mitgebracht. Das sind ungefähr 2 Terabyte. Ich habe es bisher noch nicht irgendwo online aufgebracht, aber ihr könnt es gerne mitbringen. Hier sind ungefähr 1 Million Bilder und 700.000 davon sind getaggt. Sehr viele Sachen, mit denen ihr spielen könnt, sind alle in der Public Domain für alles Mögliche, was ihr machen wollt. Es ist ein bisschen unordentlich, die Daten. Ich würde auch nicht sagen, dass es irgendwie nett oder einfach wird, aber es ist toll, damit zu spielen. Eine Sache, die ich noch irgendwie vorschlagen wollte, war irgendwie ein Spiel, das jetzt gerade läuft in der Library, dass da Zehntausende oder Hunderttausende Bücher gibt, die alle mit diesen Karten, die jeder Bibliothekar hasst. Und es wäre toll, die irgendwie digitalisieren. Und das braucht einfach Leute. Und es wäre toll, das mit Maschinenlernen und Computervision hinzukriegen. Nächste. Egal, ob ihr das jetzt toll findet, mit mir über all diese Daten zu reden, gibt es das alles online auf der Webseite, also könnt ihr dann gerne mit rumspielen. Also, die letzte Slide soll einfach nur auf Wiedersehen sagen. Nicht hier oder auch nicht nächstes Jahr, das passiert natürlich nicht. Aber auch auf dem Camp in der UK. Und was ihr auf dieser Slide seht, ist eine Kunstinstallation auf dem Burning Man letztes Jahr, wo verschiedene Bilder benutzt wurden, um dieses große Bild herzustellen. Und wir finden toll, dass das jetzt in London auf dem Dach der British Library angebracht wird. Vielen Dank. Are there any questions, whether library nerd or otherwise? Irgendwelche Fragen? Sorry. Die Frage ist, die Webseite scheint offline zu sein. Wann ist sie wieder online? Ich gucke nach, sie sollte nicht offline sein. Ich gehe gleich mit zu den IKT-Guys, wenn ich von der Bühne gehe. Okay. Next up is RKA talking about Saft am Sonntag in Berlin. Genau, zur Abwechslung mal.
This talk is in German for a change because it's a Berlin problem. But yes, as you're listening to the English translation right now, in Berlin there are late shops called Spätis. They have, you know, all sorts of fuel like Club Mate, but many of them are closing because they're not allowed to be open on Sunday. There was a petition started, and it's worthy of your support. But I don't think that the politicians and my colleagues there will try to change the laws because, well, it's difficult as well because there was the Constitutional Court forbade this in an earlier settlement. But why aren't Spätis allowed to do the same as gas stations? And it turns out that any shop open on Sunday has to sell sort of fuel. And well, there aren't any cars that run on Mate, but it might be electricity because there are electric cars and all Spätis have electricity. So there might be the possibility that Spätis could sell energies, electricity as fuel. And a court decided that this could be allowable. There was a similar situation in Dresden in 1999, where four electricity stations opened. There were 21 electric cars in the area, but most of their clients were because of the other things they sold. They were allowed to sell on Sundays, and therefore my project is trying to get the Späti operators to easily sell electricity. And there's a very easy solution. You just need a charging device or up to a multifunctional device like it's sold near touristic pedelec stops. And I would be very pleased if there were people from Berlin who want to support the project and is interested in making it very easy to Späti operators selling things being open on Sundays and around the clock. Up until now, it has been, due to the laws, very difficult. And there's time for question if there are any. Yeah, you can find me in the wiki as RKA, and you'll also find the current slides that didn't make it onto the screen. And you can always reach me at DECT2287. Is it like this in all areas of Berlin? Yes. There's a policeman that is very strict about this in Berlin and has started a lot of court cases. In other areas, there are also sort of block guards that have a problem with this. I personally think that any Späti operator that should be allowed to pick when they want to open, especially if gas stations can do the same thing. Are there any problems with the definition of a petrol station? If the fuel is sold in the shop, it's not a problem. You need a small corner for a bike or something where you can actually charge the thing. Personally, I'm most interested in the solution where you don't need any special permissions. Next up will be. Jetzt kommt 3DS-Man, der über eine Stickmaschine redet. Noch eine Sache, bevor du anfängst. Wenn du Fragen bekommst,
versuch bitte, die Fragen zu wiederholen. Leider haben wir keine Mikrofonenge und alle, die den Stream gucken, würden auch gerne wissen, was ihr für Fragen bekommt. Also bitte einfach eine Frage wiederholen oder ja. Hallo. Ich bin Sebastian vom Electrolab, einem französischen Hackerspace in der Nähe von Paris. Ich würde euch gerne unsere Open Source Stickmaschine vorstellen. Also, next. Wir wollen eine einfache, günstige Maschine bauen. Okay, Nähmaschine. Aus einer Nähmaschine. Dafür würden wir es gerne einfach aufzubauen machen und wieder abzubauen für die meisten Menschen. Die meisten Stickmaschinen sind sehr teuer, um 1000 Euro rum. Und Nähmaschine sind nur um die 100 Euro herum. Also erst haben wir nach anderen Lösungen gesehen, aber da sind nicht viele offene Lösungen für Stickmaschinen und da sind nur 6 Do-it-yourself-Embroider-Maschinen und nur 2, die gut dokumentiert sind. Es gibt einen Haufen Software, aber nur von Händlern. Und der große Unterschied zwischen einer Nähmaschine und einer Stickmaschine ist, dass es einen XY-Tisch gibt, wo man die Nadelposition feststellen kann und eine Geschwindigkeitskontrolle. Und das müssen wir emulieren. Der XY-Tisch ist okay, der ist mit der Nadelposition funktioniert, aber das mit der Geschwindigkeitskontrolle können wir noch nicht emulieren, aber da arbeiten wir dran. Also die Software. Da gibt es ein paar Lösungen, aber keine Open Source. Also da mussten wir unsere eigene machen. Und heute haben wir diese Maschine, die funktioniert. Sehr gut. Da ist etwas, was wir gestern gemacht haben damit. Hier. Und wir arbeiten an der Software, because es ist eine Menge Arbeit. Und wir brauchen Stoff, das wir benutzen können, dass das Ergebnisse verbessert. Also wenn ihr die Maschine sehen wollt, bei eurer Arbeit, könnt ihr einfach zur französischen Botschaft kommen heute Abend und um 8 ist eine Demo. Ja. Any questions? Fragen? Ich sehe keine. Also vielen Dank. Next up is WP Wreck talking about Neo. Okay, als nächstes haben wir WP Wreck über Neo 900. Hallo, mein Name. Ich rede über Mobilfonsicherheit hier, Modemsicherheit. Hier seht ihr, wie euer Modem auf eurem Smartphone aussieht. Ihr habt eure Anwendungen, Linux, schön und offen, etwas, worin ihr vertrauen könnt. Auf der anderen Seite die Welt von Telefonprotokollen, euer Modem, wo alles geschlossen ist, teilweise sogar durch Richtlinien erforderlicherweise geschlossen. Also was macht man hier? Dies sieht immer noch einigermaßen vernünftig aus. Es gibt die guten auf einer Seite, ihr seht die vielleicht schlechten Dinge auf der anderen Seite. Leider ist das in der Realität noch anders, denn die Modem-Seite
ist sehr eng, die greift sehr doch sehr in die Anwendungsseite ein. Es kann also geteilten Speicher geben, es kann Treiber geben. Also in Wirklichkeit seid ihr nicht wirklich sicher von dem, was auf der Telefonieseite passiert. Wir können natürlich das trennen, können das Modem in einen getrennten Teil des auslagern, in einen anderen Speicherbereich. Und dann haben wir wieder eine schöne Trennung, oder? Leider, naja, also schauen wir uns erst einmal an, wie euer Modem überhaupt aussieht. Es ist nicht nur einfach ein Modem, es hat Sensoren, es hat ein Mikrofon und es hat natürlich auch die Radioschnittstelle, eine Antenne. Also damit kann es natürlich autonom eine Verbindung herstellen zwischen Audio und Funk. Es kann also hören, ohne dass die CPU irgendetwas darüber weiß, weil sie nicht involviert ist. Also das heißt also, dass euer Modem das also im Hintergrund tun kann und die CPU hat keine Möglichkeit, dies überhaupt herauszufinden. Das ist also schlecht. Zum Glück können wir aber hier etwas tun. Wir können zum Beispiel das Modem auf die andere Seite bewegen, zu der CPU. Das Mikrofon können wir bewegen, so dass das Modem, wenn es hören möchte, die CPU für um eine Erlaubnis bitten muss. Wir können es aber noch besser machen. Wir können beobachten, was das Modem tut. So, wir können also die Beobachter beobachten und herausfinden, welche Stromverbrauch es hat. Die können die Clock-Zyklen beobachten für die Audiodaten, für Antenneninterface. Es gibt also die Möglichkeit herauszufinden, wenn das Modem etwas tut und wir können sehen, erwarten wir, dass es gerade was tut. Wenn gerade ein Anruf reinkommt, dann würden wir Aktivität erwarten und kurz danach einen Call. Wenn aber Aktivität und dann keine Folgen ist, vielleicht habt ihr gerade eine stille SMS empfangen. Also wir können das also versuchen, das zu profilieren und uns zu erkennen. Manchmal reicht das nicht aus. Wir wollen nicht einfach nur erkunden, was herausfindet. Manchmal ist es richtig. Vielleicht möchten wir aber auch in einer anderen Art und Weise antworten, wenn wir ein konspiratives Meeting haben und herausfinden, dass wir jetzt beobachtet werden. Dann würden wir vielleicht gerne simulieren, dass man in einem Supermarkt sich befindet und nichts Verdächtiges tut. Aber manchmal möchte man es einfach auch nur ausschalten. Wir können einfach die Energiezufuhr abschneiden. Es gibt noch viel mehr Teile in einem Smartphone, hier sind mehr Details zu sehen. In unserem Projekt bauen wir ein Smartphone, das diese Sicherheitsfeatures auf der Modemseite hat und all die anderen, die ihr hier seht. Und wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr herüberkommen zu unserem Village, das einfach in diese Richtung ist, über die Straße hinweg, das ist das Neo Village. Oder ihr könnt auch zu einem längeren Talk gehen, um 3 Uhr nachmittags im Seabase Workspace Zelt. Okay, immer noch Zeit für einige Fragen. Gibt es welche? Keine Fragen? Vielen Dank. Next talk. Currently no speaker behind here, so to all speakers, come in front. Look up and für den nächsten Talk ist gerade kein Redner, keine Rednerin anwesend. Bitte schaut ins Wiki, seid rechtzeitig vor eurem Talk da. Wer ist der nächste Speaker? Sollte RFDS Lab sein und sollte über Mimosa Right Router reden. Bist du hier? Bitte komm her und sprich. Hat jemand RFDS Labs? Hat jemand sie gesehen? Nein? Okay. Dann streichen wir diesen Talk. Wir müssen eine kleine Mitteilung machen. Wer ist als nächstes dran? Sprudel vom Rudelschlunzen Village, sie ist schon da. Du kannst dann, ja, wir haben eine Nachricht vom CIRT. Wir werden dies auch nachher wiederholen. Es geht um eure Sicherheit. Eine Public Service Botschaft, die in beiden Sprachen folgen wird. Ich übersetze jetzt nicht mehr. It's a thunderstorm starting tonight or tomorrow noon, somewhere in between, you know how it is with weather forecasts. And it will probably be in this region. I don't know how severe it will be, but anyway, please make sure
that your tents are properly fixed, that they are not blown around and hurt people or get damaged or something like this. And all your cables, all your electricity are prepared for rain. So the people providing power will be very happy if they don't, do not have to come to your place and to fix your cable. And anyway, please keep also all pathways, all exits and so on, clear of strings and cables, so if people want to move or if there's something happening, so that nobody will trip around over a cable or something like this. And please also close your tents to avoid damages. So it might or might not be a thunderstorm between tonight and tomorrow noon. And this is in German, a public service announcement. Also, das CERT möchte euch darüber informieren, dass wir halt einen Wetterbericht haben, der sagt, dass es zwischen heute Nacht und morgen früh ein Gewitter in der Region geben sollte. Es soll anstehen. Bitte schaut, dass eure Zelte richtig abgespannt sind, dass alles zu ist, dass alles geschlossen ist, dass nichts durch die Gegend fliegt, dass alle Kabel festgemacht sind, dass eure Steckdosen nicht volllaufen können, sodass es keinen Kurzschluss und dergleichen gibt. Und dass alles trocken und regensicher verlegt ist. Haltet bitte alle Wege frei. Also schaut nochmal auf alle öffentlichen Wege und dergleichen, dass dort keine Kabel, Strippen, Schnüre oder dergleichen liegen, wo man stolpern könnte, falls man doch mal halt irgendwo hin schnell muss oder wenn, dass die halt vom Matsch nicht zugeschwemmt werden und keine Gefahr darstellen. Und schließt eure Zelte, damit ihr im Trockenen schlafen könnt. So, and now to the next speaker, please. Thank you for your... Vielen Dank für diese Sicherheitsmitteilung. Die nächste Rednerin Sprudel vom Rubelschlunzen Village und sie spricht über Speed Dating. Hallo. Ich zusammen mit Lehmann und Plum. Normalerweise, wenn du Speed Dating machst, du tust es Gründen wie einen romantischen Partner zu finden oder einen Job zu bekommen. Das Problem ist, die eine Art der Teilnehmer versucht, die anderen zu treffen. Und zum Beispiel die Frauen versuchen, die Männer zu treffen. Warum sollte man das Ganze nicht etwas weniger hierarchisch tun, den Leuten mehr Gelegenheit geben, sich zu treffen? Sind jetzt die Verbesserungen, die wir vorschlagen. So, jeder Teilnehmer sollte jeden anderen Teilnehmer treffen können und es soll auch mehr Möglichkeiten geben, mehr Möglichkeiten, wie man miteinander sprechen kann nach dem Speed-Dating. Was bei Speed-Dating-Sessions passiert, du triffst immer zwei Personen, dann gehst du zu dem nächsten Teilnehmer, dann machst du dir dann machst du das Ganze 1 bis 3 Mal, bis du ihn getroffen hast und dann machst du die Notizen. Das ist eins der Formulare, mit dem man dann Notizen machen kannst. Wir erzeugen das basierend darauf, wie viele Leute teilnehmen. Hier hast du die Ratings. Du könntest dann hinschreiben, zum Beispiel, ob du mit jemandem zusammenarbeiten möchtest. Dann kannst du notieren, dass du jemanden näher kennenlernen möchtest oder mit dem rumkuscheln möchtest. Oder wenn du, ob du vielleicht, wenn du jetzt etwas empfindlich bist, was Sexualität betrifft, solltest du jetzt kurz rausgehen. Oder du kannst eben auch notieren, dass du mit dem Sex haben möchtest. Und dann haben wir noch so eine Art freies Feld, die auch ausgeliefert wird an die Person. Die Karte wird nur ausgeliefert, wenn wir symmetrische Interessen haben. Das ist ein Formular, das zeigen soll, wie die Leute sich bewegen auf der Veranstaltung, sodass die Personen sich auch wirklich nur einmal treffen.
wenn du dich mit Mathe gut auskennst, kannst du uns ein paar Vorschläge machen, weil das ist nicht alles perfekt. Das hier ist ein Auswertungsformular, um die möglichen Interessen gegeneinander abzugleichen. Was kann schiefgehen? Wie du auf dem Formular gesehen hast. Wir haben die Zahlen in Bezug auf maximal Paranoia hin optimiert. Wenn du zum Beispiel deine Nummer vergisst, dann funktioniert das Ganze nicht. In der Zukunft. Wir wollen auch größere Gruppen von Personen identifizieren, die gemeinsame Interessen haben. Wir nennen das die Orgien-Identifikation. Das heißt, wenn da Leute miteinander, zum Beispiel miteinander kuscheln wollen, da wollen wir noch etwas versuchen, das herauszufinden, wie wir solche Gruppen sich finden können. Wir haben auch heute noch Speed-Dating-Sessions. Zuerst hatten wir 12, heute hatten wir 20. Zum Beispiel von 12 bis 5. Okay, gibt es noch irgendwelche Fragen? Bitte stell deine Fragen. Was er sagte, von oben nach unten, man sah nur die Nummern von den Teilnehmern und das war jetzt nur für 6 Teilnehmer. Und nach rechts waren die Möglichkeiten, was man mit jemandem machen könnte, mit dem man arbeiten oder so etwas. Und soll man das eben entsprechend ankreuzen. Vielen Dank, Sprudel. Und für alle zukünftigen Sprecher möchte ich das wiederholen. Wenn ihr am Ende Fragen bekommt, dann wiederholt sie bitte oder lasst sie uns wiederholen. Vielen Dank dafür. Der nächste Talk ist Meta Plinius über mechanische Logikgatter. Elektronische Logikgatter findet man heutzutage in vielen Orten, aber dafür habe ich keine Zeit. Die Frage ist, kann man auch mechanische Logikgatter bauen aus mechanischen Elementen? Das Konzept, das ich euch zeigen werde, wurde in den 1930ern erfunden von Konrad Zuse, dem Ingenieur, der eine Art automatische Rechenmaschine bauen wollte. Und er entschied sich, sie aus Blech zu bauen. Das war in einer Zeit, als es noch keinen Computer gab. Und das Ergebnis sah so aus, die Z1. Und man könnte sie als einen der ersten Computer bezeichnen. Und sie war komplett mechanisch, bis auf den Motor. Wenn man einen mechanischen Computer bauen will, braucht man mechanische Gatter. Und wie macht man das? Auf dem Schirm seht ihr auf der rechten Seite, auf der linken Seite, ein grünes Eingangstor und ein blaues Ausgangsgatter. Und wenn ich den Eingang eindrücke, werden sie durch einen blauen Pin verbunden und das Ausgangsgatter wird auch rausgedrückt. Wenn ich das nicht möchte, kann ich eine Ausstanzung hinzufügen und diesmal bleibt der Ausgang auf Null. Wenn ich sicher gehen will, dass sie sich nicht verschieben, dann schiebe ich etwas dahinter, das das Ganze fixiert. Die Idee dahinter ist, dass ich einfach den richtigen Output bekommen will, wenn ich den Input reinschiebe.
Und ich möchte vielleicht zwischen den beiden mich entscheiden. Und nun gibt es zwei Positionen. In diesem Fall ändert sich nichts, wenn ich den Pin hereindrücke. Im anderen Status, wenn ich den Eingang hereindrücke, dann drückt sich der Output auch heraus. Und das ist im Grunde ein Puffer. Wir wollen etwas Komplizierteres tun für das Ausgangsgatter. Um den Pin zu verschieben, kann ich dieses orange Eingangsgatter hinzufügen. Und das macht im Grunde das Gleiche. Für das Ausgangstor haben wir jetzt zwei Eingänge und nur wenn beide eins sind, ist auch der Ausgang eins. Wenn der zweite Eingang 1 ist, dann, wenn der zweite Ausgang 0 ist, dann kann der Ausgang, zweite Eingang 0 ist, kann der Ausgang nicht 0 sein mit dem blauen Zwischenpeg. Mit der blauen Zwischenplatte, die von dem ersten Eingang abhängt. Wenn der erste Eingang 0 ist und der zweite 0, ist der Ausgang 0. Was wir auf der linken Seite brauchen, ist ein zweiter Puffer. Ich glaube, ich bin ziemlich nah am Ende jetzt. Wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, dann habe ich die Slides als SVG hochgeladen. Ich habe auch eine physische Version davon gebaut, für die ich leider hier nicht mehr sagen kann in der Zeit, aber auch die findet ihr in den Folien. Wenn ihr mehr darüber lesen wollt, die Z1, der erste Computer, kommt aus Zuses Autobiografie, die findet ihr hier. Und technische Informationen kommt aus Zuses Pattern und einem Paper, das die Z1 Computerarchitektur beschreibt und auch eine englische Beschreibung enthält von der Funktion der Gatter. Thank you, we continue. Next talk will be talking about safer seeds with address viel von dem Code, den wir benutzen, ist in C geschrieben. Und das nicht so perfekt ist, weil der C voll mit Sicherheitsproblemen ist. Und wir können einiges tun, um diesen Code zu verbessern. Hier ist ein Stück Code. Ich hoffe, jeder sieht einen Fehler da drin. Wir haben ein Array mit zwei Elementen. Wir greifen auf Element 2 zu, was leider nicht existiert, weil das gar nicht existiert. Das Problem ist, dieser Code funktioniert und es ist schwer, so einen Fehler zu finden. Es gibt ein sehr nettes Feature, das nennt man Address Sanitizer, ein Adresssäuberer. Jeder, der Code in C schreibt, in C, der sollte diesen Code Sanitizer benutzen, um ihn kennen. Zum Beispiel teste ich den Kompilierstapel mit F-Sanitizer. Er fand den Fehler, während ich das kompiliert habe. Ich muss jetzt vermuten, was da auf der Folie steht, weil ich es nicht lesen kann. Du könntest jetzt Fehler finden wie Buffer Overflows oder Use After Free, wenn die du normalerweise nicht finden würdest. Mit dem Address Sanitizer bekommst du eine sehr Fehlermeldung und dann kann man sehen, wie man diesen Fehler findet. Was ich jetzt versuchte, ein komplettes, ein Gentoo-basiertes Linux-System zu bauen, das komplett damit kompiliert wurde.
Warum sollte man das tun? Es ist eben, um viele Fehler zu finden. Aber du könntest sich auch vorstellen, das zu benutzen, um in Produktion ein sehr sicheres Linux-System zu bauen. Das kostet natürlich, das Ganze bringt ungefähr 50-100% Performance-Kosten, aber es ist deutlich sicherer als das, was man bisher gemacht hat. Es ist ein großartiges Tool. Ich möchte vielen Leuten empfehlen, das zu benutzen, gerade wenn man sich mit Fuzzing beschäftigt. Fragt mich und ich kann dabei helfen und ich möchte sichere Operating Systems bauen. Ja, und danke. Irgendwelche Fragen? Vielen Dank, Hanno. Bevor wir zum nächsten Sprecher kommen, wir haben etwa eine Minute. Leider können wir den Monitor leider nicht näher an euch heranbringen, aber wenn ihr eure eigenen Slides nicht lesen könnt, dann wird das Publikum auch Schwierigkeiten haben, die Slides zu lesen. Also wenn ihr also Sprecher, Sprecherin seid und wolltet euren Lightning Talk morgen halten, wir haben immer noch freie Zeitblöcke. Bitte bereitet eure Slides in einer Weise, dass ihr sie selbst aus einer Entfernung lesen könnt, sodass das Publikum die auch gut lesen kann. Okay, eine weitere. Ich werde die Ansage sagen für das neue Publikum. Wenn ihr mögt, was ihr macht, was ihr seht, oder wenn ihr nicht mögt, was ihr seht, bitte reicht Lightning Talks ein. Wir haben viele freie Zeitblöcke, morgen oder übermorgen. Sehr einfach, bitte reicht einfach ein PDF eurer Slides ein. Alle Anweisungen sind im Wiki. Sucht die Seite Lightning Talks. Und wir haben gerne Talks über das, was ihr tut in eurem Hackspace, was ihr zu Hause macht, was ihr in der Politik macht. Alles kleine Projekte, die ihr gerne einem großen Publikum in 5 Minuten vorstellen wollt. Bitte reicht einen Talk ein. Und wenn ihr ein Musikinstrument spielt, könnt ihr auf die Bühne, dann braucht ihr nur ein Slide, das ist das absolute Minimum. Ein Slide, ein Bild, das wir zeigen für euch, und dann könnt ihr machen, was immer ihr wollt. Ihr könnt frei reden, ihr könnt jedes Instrument spielen. Wir hatten letztes Jahr Leute beim Kongress, die Musik aufgeführt haben. Das war ziemlich beeindruckend. Gedichte, Poesie, alles ist möglich. Also als nächstes haben wir etwas anderes, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, nämlich du sprichst über Tails. Ja, hi. Ich arbeite an Tails, so wie viele andere auch, besonders in der Debian-Community. Ich möchte einige Mythen hier entzaubern und möchte um Hilfe bitten, denn wir brauchen wirklich viel Hilfe, um dieses System so sicher wie möglich zu machen. Also, wir müssen einige Mythen hier entzaubern. Es gibt Dinge, die über Tails geschrieben werden, die nicht wirklich stimmen. Wir sind zum Beispiel absolut nicht NSA-sicher. Ich weiß nicht, warum Leute das denken, aber wir wollen sagen, dass wir das nicht sind. Wir möchten dies also aus den Köpfen der Community herauskriegen. Es braucht noch eine Menge Arbeit, um es zu stärken, um noch sehr viel sicherer zu sein und auch um es also für die NSA nicht effektiv zu machen, kosteneffektiv zu machen, dieses System auszunutzen. Dies ist also etwas, was viele Jahre Arbeit braucht und viele Menschen braucht. Außerdem, wir sind wirklich echte Menschen. Manche Leute denken, dass wir alle anonym sind, aber es gibt einen Haufen Leute, die hier beim Camp direkt sind. Also wenn ihr jemals irgendwelche Fragen über Tails habt, die ihr wirklich gerne beantwortet bekommen wollt, ob es technisch ist oder wenn ihr einfach Fragen stellen wollt über Übersetzungen oder wie ihr sonst euch beteiligen könnt, bitte findet mich nach dem Talk. Ich bin hier erreichbar für alle möglichen Fragen, die ich beantworten kann. Nächste Slides, bitte. Außerdem brauchen wir wirklich eure Hilfe mit vielen, vielen Sachen. Also, wenn ihr sogar bezahlt werden wollt für Arbeit an Tails, das ist möglich. Wir haben einen vielfältigen Bereich von Dingen, die wir reparieren wollen. Also zum Beispiel, wenn zum Beispiel eben wirklich gut in Sicherheitsprogrammierung seid, wenn ihr Linux sehr gut kennt, in speziell Debian, können wir euch wirklich gebrauchen für Augen, die
unseren Code härter machen, besonders Sachen, die wir ausliefern zurzeit. Außerdem, wenn ihr zu Tails beitragt, dann tragt ihr auch zu Debian bei. Ihr macht also alles sicherer. Wunderbar. Außerdem, wenn ihr wirklich gut seid mit Code Review Auditing, wenn ihr in Übersetzungen gut seid, besonders Sprachen wie Spanisch, Portugiesisch oder andere Sprachen, die ihr gerne sehen möchtet, die wir unterstützen, bitte hilft uns. Wir hier können leider nur Deutsch. Wenn ihr wirklich gut mit Windows-Programmierung seid oder Mac-Programmierung seid, könnten wir wirklich eure Hilfe gebrauchen mit Multiplattform-Installationsprogrammen, damit es super einfach ist, für die nächsten Generationen Tails zu benutzen, besonders auf Mac und Windows. Das wäre super großartig und ihr kriegt viel Liebe von vielen Menschen in der ganzen Welt. Außerdem reproducible Builds, also Builds, die die Binaries in vorhersagbarer Form herstellen. Das, wo wir uns annähern oder was nahe kommt. Wir möchten das gerne für Tails machen. Wenn ihr wirklich Tails und Sicherheit sehen wollt, bitte sorgt dafür, dass es passiert. Stärkt das Team, das diesen Kernel bearbeitet. Ihr kriegt viel Liebe von vielen Leuten, insbesondere hier. Wenn ihr Sachen implementiert sehen wollt in Tails, zum Beispiel irgendwelche verrückten neuen Sicherheitsfeatures, bitte sprecht zu uns, sprecht früh mit uns, sodass wir sehen, wie wir es einbauen können in Tails. Und von dort an, von diesem Moment an, ist alles wird besser sein und alles wird sicherer sein in der ganzen Welt. Also wenn ihr hier seid und möchtet und mit uns sprechen möchtet, dann sind wir hier. Es gibt hier direkt nach dem Talk die Gelegenheit oder es gibt am Tag 3 eine Roadmap-Session, wenn ihr mehr wissen wollt, kommt bitte zu dieser Session. Sie ist im Wiki zu finden, glaube ich. Beginnt um 6 Uhr im Hack Center 1 und wir können über die Roadmap sprechen, die wir fürs nächste Jahr haben. Wir können wirklich euren Input gebrauchen, um Tails better und großartiger machen und solche Sachen. Okay, vielen Dank. Danke. Wir könnten immer noch Zeit für eine Frage haben. Gibt es eine Frage an einen Tails-Entwickler? Die Frage ist, gibt es irgendwelche Dinge, die integriert im Mambo-Kernel? Ja, wenn du das möglich machen willst, bitte sprich nachher mit uns. Vielen Dank. Zunächst kommt Urs, der über irgendwas mit Cookies und Telefonnummern redet. Hallo ihr alle. Danke. Okay, vielleicht kennt jemand von euch die über die dass euer Mobiltelefon ausgespäht wird oder dass es Möglichkeiten gibt, es Leuten einfacher zu machen, euch zu verfolgen. Und die Electronic Forager Foundation hat da eine Menge Arbeit reingesteckt, darüber zu reden. Leider haben wir dasselbe Problem in Italien. Vielleicht habt ihr das auch in eurem Land. Aber wir haben das Problem, dass wenn ihr euer Telefon benutzt mit einem italienischen Mobilfunkunternehmen, das wird das Unternehmen eure Nummern einige Webseiten, die die Verträge mit den Mobilunternehmen haben. Das weiß bei uns so ungefähr niemand. In den Sicherheitsbestimmungen oder Privacy Policy steht da überhaupt nichts drin drüber. Ist auch ein Problem mit Netzneutralität, weil da möglicherweise einige Leute was mit euren Connects machen können. Es geht um Privatheit, weil eure Telefonnummer so etwas wie ein Super-Cookie ist. Und ich sehe keine Aufmerksamkeit über das Problem.
wenn ihr darüber eine Session mitmachen wollt, dann gibt es morgen um 11. Wenn du irgendwie siehst, da gibt es ein Problem in eurem Land, dann mach bitte bei uns mit und lass uns drüber reden. Dankeschön. In der Schweiz ist dasselbe Ding. Ich weiß das nur, weil ein Kollege von mir mitgekriegt hat, dass der Header mitgeschickt wurde. Okay, danke. Eine andere Frage? Nein? Dann vielen Dank. Nein, vielen Dank. Next up will be Anus talking about. Als nächstes spricht Anus über Cutie Pass. Ich habe keine Folien, weil das Camp viel zu aufregend ist für Folien. Aber Passwörter. Jeder benutzt Passwörter. Für jeden Dienst, jede Website ein anderes, komplexes Passwort, oder? Naja, Leute benutzen Passwortmanager und die meisten entweder LastPass oder KeePass. LastPass ist in der Cloud, also wer weiß. KeePass benutzt einen einzigen Master Key. Wenn man also sein Passwort teilt, dann hat man große Probleme, Korruption, das ist alles Mist. Oder andere Leute benutzen keine Passwortmanager, die lügen oder vergessen, dass sie ihre Sachen im Browser gespeichert haben. Man kann das mit Teams nicht machen, das funktioniert nicht. Man braucht eine Lösung. Pass, der Standard Unix Password Manager. Es sind eigentlich nur ein paar Bash-Skripte, die GPG, 3PWGEM und Git benutzen. Und es ist ziemlich nett. Ihr habt einen Baum auf eurer Projekte, Services, was auch immer, und könnt diese Passwörter GPG verschlüsselt verspeichern. Ihr habt Tab-Vervollständigung, ihr könnt Git für Backups benutzen, zum Teilen, und man kann pro Projekt sagen, für wen was verschlüsselt werden soll. Das einzige Problem, Kommandozeilen, das funktioniert nur im Terminal, Manager können es also nicht benutzen. Ich habe mit einer Firma gearbeitet letztes Jahr, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, eine Designfirma, eine Marketingfirma, die für viele, viele verschiedene Kunden arbeitet, und wir hatten diese Ordnerstruktur irgendwo mit Passwörtern darin. Man hat also seine Designs, Verträge und die Passwörter in einem Samba-Share. Das kann auch nicht funktionieren. Also, Kompass. Entwickler lieben es. Jeder liebt es, aber Manager können auf der Kommandozeile nicht arbeiten. Also habe ich mir gedacht, eines Tages in einem Hackerspace, machen wir doch mal was. Ich habe also Qt genommen, das ein nettes Benutzeroberflächen-Framework ist, und C++, und damit habe ich eine einfache App namens QtPass geschrieben, die nur lesen konnte. Es war, also man konnte Passwörter nur lesen, und am 1. August letzten Jahres habe ich eine E-Mail an Passwort-Startup-Mailinglist geschrieben, und ich dachte, das wäre alles, und dann plötzlich kommt Ostern, ich bekomme Pull-Requests, und jemand hatte Bearbeitung hinzugefügt und eine sehr rudimentäre Ordner-Konfiguration. Das war ziemlich nett, und ich war wieder aufgeregt und habe es ein bisschen aufpoliert mit Filtern, schneller Suche, Vorlagen, was auch immer. Und mit diesem Enthusiasmus dachte ich mir, machen wir mal eine Release-Party. Und in diesem August hatten wir eine Release-Party. Währenddessen hat jemand eine deutsche Übersetzung gemacht, eine ungarische Übersetzung, vereinfachtes Chinesisch.
Und das macht QtPass einen der einfachsten und vollständig plattformübergreifenden Systeme. Pass funktioniert auf Windows nicht, mit Cygwin, aber ne. Und QtPass macht alles, was Pass macht, in einer einfachen Art in einer grafischen Benutzeroberfläche. Und tada, man hat eine Multiplattform, Unix-Standard, Passwort-Manager. Gibt es Fragen? Keine Fragen? Dann vielen Dank. Ah. Ja, das tut es. Es funktioniert auf Amigo, auf dem Amigo, es funktioniert auf Android. Aber wenn jemand helfen will, die Oberfläche schöner zu machen, es ist auf GitHub, github.com/ihacks/QtPass. Die Oberfläche braucht ein bisschen Liebe, aber es funktioniert auf iOS und Android, Migo und ich glaube auch auf Silfish. Noch eine Frage? GPG, die Passwort-Erzeugungsfunktion. Sie hat ein Fallback, wenn man nicht PWGen hat. Das ist nur ein String, den man in der Konfigurationsoberfläche eingeben kann mit verschiedenen Buchstaben und Zeichen. Und der nimmt einfach zufällige Zeichen in einer zufälligen Reihenfolge. Na. Vielen Dank, Anus. Jetzt kommt Mitro, der darüber redet, dass er zu viele Projekte hat. Hallo. I'm Tim. Ich bin Tim. Und ich habe zu viele Projekte. Und ihr habt eine alte Version meiner Slides. Das wird spannend. Es sind ein Haufen Sachen, die ich mache. Und ich brauche da Hilfe bei, weil ich schlafen muss. Das erste ist... Ja, habt ihr eine sehr alte Version. Das erste ist ein bisschen AView-Stuff. Und dass jeder die gleichen Probleme mit seinen Slides hat. Also habe ich da so ein Tool gebaut, das euch da helfen baut. Also nicht mit dem Inhalt, aber wenigstens damit eure Slides schöner zu machen. So sieht das in einem Command-Line-Interface aus. Und da gibt es eine Website, wo ihr euch das angucken kannst. Es hat eine PDF-Generation drin. Hilf mir, das sind die Webseiten, wenn ihr da hingeht. GitHub, TimVideos, SlideLint, NextSlide. Das More Things, mit denen wir irgendwie Hilfe brauchen könnten. Tims Video ist ein OVI-Projekt, das viele verschiedene Sachen mit AV zu tun hat. Du kommst dahin, indem du auf timvideos.us gehst. Das ist ein Diagramm, was man braucht für Live-Event-Streaming. Zum Beispiel beim CCC. Wir versuchen das, damit das einfach jeder versucht, ohne dabei so schlau und großartig zu sein wie die CCC-Leute. Danke. So, der erste Teil davon ist, dass wir eine Capture-Hardware dafür bauen. Aber die kommerziellen Lösungen sind nicht so toll, aber die können wir nicht fixen, weil sie proprietär sind. Ja. Nächst. Das ist. Da sollte eine ganze Menge Sachen sein, die das sagt, dass wir neue Hardware haben, die man bei uns kaufen kann. Ein gemeinte Opsis.
überbildlich kann man zur Absence gehen. Dort könnt ihr das finden, die vollen Schema, also PCBs und Software, alles auf GitHub. Für Display-In, Display-Out. Das ist auf eine gewisse Art die ideale Capture-Lösung für Videokonferenzen. Dann braucht ihr ein Mixer-System mit einem. Wir haben ein System, was auch mit GStreamer und TST-Mixer ist. Und wir arbeiten hier. Zu schnell, sorry. Das ist ein Streaming-System, das auf FlowMotion und Python basiert, nennt sich FlowMotion. Und da brauchen wir noch Hilfe. Da sind noch weitere wichtige Projekte, von denen ihr wissen solltet, die sich mit Video Streaming zu tun. Eins ist, wenn ihr Datum in Python benutzt, dann könnt ihr ein Python Datetime TZ benutzen. Damit könnt ihr Datum und Uhrzeit richtig, wie ihr das richtig benutzen könnt. Dann haben wir noch ein weiteres Projekt. Meine Folien sind ein bisschen kaputt. Das ist ein Projekt etwas zum schnellen Debuggen. Wenn ihr irgendetwas ausdrucken oder zu einem Log schreiben wollt, dann haben wir euch eine Software, die einen Ausdruck zum Austrag, wo ihr bestimmte Sachen besser debuggen könnt, wenn um 2 Uhr morgens. Ja. Das ist eine Reihe meiner Projekte. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Next up will be Christians talking about Z-Wave. Der nächste Vortrag ist ein Vortrag, Christian, über Z-Wave, was auch immer das ist. Hallo, ich würde gern ein bisschen über Z-Wave sagen. Z-Wave ist ein Heimautomationsprotokoll, mit dem man verschiedenen Sensoren Informationen einsammeln und verteilen kann, damit ihr ein smartes Home entwickeln könnt. Das ist ein WLAN-Protokoll, das bei 868 MHz arbeitet. Es hat verschiedene Kanäle, die benutzt werden können. Das Z-Wave-Protokoll ist definiert vom physikalischen Level bis oben, bis zu den Applikationen hin, bis zu den Applikationslayern. Standardmäßig eine Zwei-Wege-Kommunikation und automatisches Meshing, damit auf verschiedene Devices in eurem Netzwerk zusammenarbeiten können. Außerdem gibt es eine Sicherheitsverschlüsselung, das einfach dein Leben sicher machen soll. Das Wichtigste für dich ist, dass es zwei Bottom Layers gibt für Spezifikationen, die offen sind und bei ITUG 9959 gedingstet sind. Und das könnt ihr auch von der ITU's Website bekommen und ist dafür da, in einem billigen Umgebung zu laufen. Und funktioniert es einfach mit software-definierten Radio. Was ist das kommerziell? Das ist eins von ungefähr 30 verschiedenen Smart Home Wireless Solutions, die benutzt werden. Laut einer Black Hat Konferenz bestimmt diese Z-Wave ungefähr 80% aller Smartphone-Systeme, ist also ziemlich verbreitet. Und da gibt es ungefähr über 1400 verschiedene Devices von über 100 verschiedenen Herstellern, die damit konfiguriert sind. Von den USA bis nach China.
da sind sehr große Vertreiber, die das Z-Wave-Protokoll benutzen, zum Beispiel Danfoss, Honeywell, da sind mehr Lösungen von AT&T und kleineren wie Fibaro oder sogar SmartThings. Also um damit ein bisschen rumzuspielen, ist das ein ganzes Ding. Also ihr könnt einfach da hingehen und ein paar Devices kaufen. Aber ihr wollt auch damit spielen. Also gibt es da verschiedene Sachen damit zu spielen. Also braucht ihr erstmal einen Controller, der verschiedene Devices in einem Netzwerk kontrollieren kann. Zum Beispiel mit einem Raspberry-Projekt, um deinen Controller damit zu bauen. Das ist ein Link auf der Slide, mit dem ihr euren Controller selber konfigurieren könnt und irgendwelche Logiken damit bauen könnt. Ihr könnt auch eure eigenen Devices damit bauen, wenn ihr mit dem auf dem Markt nicht zufrieden seid. Und dafür könnt ihr mit einem bestimmten Board, das aussieht wie ein Arduino, eine eigene Device bauen, die damit funktioniert und im Netzwerk einbinden. Und ihr habt auch das Radio Badge und könnt damit das kontrollieren und es mit dem software-definierten Radio kontrollieren, die Z-Wave-Device von deinem Badge. Das ist wahrscheinlich das Interessanteste, was ihr hier akzeptieren solltet. Also, wo findet ihr mehr Informationen? Ja, erstmal im Workshop Center Nummer 2, wo es Z-Wave und SDR Workshops geben soll. Und das weiße Zelt zwischen in der Nähe, da gibt es 24/7 da und können Fragen beantworten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Christians. Irgendwelche Fragen für ihn? Ja, bitte. Wir haben zwei Zuschauermikrofone, wenn ihr also einfach aufstehen könntet und dahin gehen könntet und einfach nochmal wiederholen, das wäre super cool. Danke. Verzeihung. Wie sieht es mit der Open-Source-Implementierung vom Z-Wave aus? Leider gibt es da keine Open-Source-Implementierung, aber ihr könnt ja eure eigene machen. Z-Wave ist unter recht offen und es gibt Implementationen auf der oberen Layer und die Mitte ist aber alles noch sehr geschlossen, also müsst ihr da mitmachen. Vielen Dank. So, now we have two more lightning talks coming up. First was going to be a musical piece played on. Wir haben noch zwei Lightning Talks. Ah, doch, kein Musikstück heute. Dann kommt Carl Voigt und will über Emacs sprechen. Vim-User nicht weglaufen, das hier ist für euch. Das ist ein Vortrag über Emacs. Insbesondere der zum Emacs-Editor gehört. Ja, aber es ist eigentlich schon Editor, es ist ein Betriebssystem, das ist kein Witz. Also ich benutze Org Mode, um mein digitales Leben zu organisieren. Sehr, sehr, sehr doll. Ich interessiere mich sehr über Personal Information Management und das ist einfach nur so ein Ding, ein Beispiel, wie ich Dinge tue. Ich habe zum Beispiel
ausgedacht, das seht ihr hier, als ein Trip zum CNCC-Camp 2015. Oh, ich muss sagen, alles, was ihr seht, ist Text, es ist nur Text. Also die Farbe und Unterstriche und so weiter, das ist ein Edit mit einer Interpretation von Emacs, das ist Syntax Highlighting, okay? Also, wir haben hier fünf Headings. Das erste ist, das, was man packen sollte. Wie ihr seht, kann ich das einfach mal ausweiten. Ich kann also in das Pack Things Heading reingucken und ihr seht, das ist eine Liste. Ups. Es ist eine einfache Liste. Mit den Tastaturabkürzungen könnt ihr überall hin Markierungen setzen, ist es gemacht oder nicht gemacht. Und wenn irgendwelche Sub-Items als gemacht markiert werden, dann wird das die Überschrift auch als gemacht abgehakt. Ich kann die Reihenfolge umwechseln mit Tastaturabkürzungen, wie ihr hier seht. Das kann ich bewegen. Also das geht eigentlich ganz einfach. Als ich damit fertig war, habe ich es einfach als gemacht markiert, weil ich da so ein paar Regeln drin habe. Zum Beispiel die Triggerline to Mildenberg, das auch eine ID ist, die als to do markiert wird. Dann muss ich das Auto packen und kann das als gemacht markieren. Dann lass uns mal nach Mildenberg fahren. Auch gemacht. Wie ihr seht, können wir einfach irgendwelche Abhängigkeiten definieren. Wenn ihr hier eine Dependenz zum Laden habt, dann ist das durch Packing Stuff erstmal blockiert. Ich kann also das Auto so lange nicht laden, wie das Zeug nicht gepackt ist. Das ist ziemlich wichtig. Weil wenn ich To-Dos mache, sie nicht auf meinem Kalender erscheinen, solange sie geblockiert sind. Mein Kalender heißt Agenda und da ist nur zu voll mit Gegenständen, die ich jetzt gerade machen kann. Und immer wenn ich irgendwas davon geschafft habe und als gemacht markiert habe, werden alle als To-Do markiert oder als getan. Und das erscheint dann so auf meiner Agenda oder meinem Kalender. Und das ist das Killer-Feature, das ich genommen habe, um überhaupt mit Emacs loszustarten. Und ich kann hier nur einen sehr kleinen Teil der ganzen Sachen zeigen, die Org-Mode für euch tun kann. Weil ja, die To-Do-Liste ist sehr basisch und das kann bestimmt jeder hier To-Do-Listen mit Emacs schreiben. Das nächste ist relativ besonders, weil Administration ziemlich zeitverschlingt ist. Weil du alles loggen musst, was du machst. Also das nächste, was ich dir zeigen will, ist, dass ihr Programmiersprache in Emacs Org Mode rein integrieren könnt. Hier ist ein Beispiel. Ich habe hier Shell Script hinein integriert. Das ist jetzt ein Single-Liner Shell Script. Nicht mein System. Wenn ich das auf meinem Computer ausgeführt hätte, dann hätte das so ausgesehen. Es erkennt die Ausgabe als Tabelle und wenn ich jetzt möchte, kann ich jetzt Spalten oder einzelne Werte, um anderen Kram zu erzeugen. Oder zum Beispiel diese Tabelle als Input für ein Python oder PyScript benutzen. Oder ich kann eine Art Visualisation benutzen. Ich will das jetzt nicht ausführen, weil das nicht mein Setup ist und das kaputt gehen würde. Ich kann es jetzt schon dem Ausbau eines Disk-Use-Commands. Und das hat eine Tabelle erzeugt. Schade, dass ich das nicht tun kann. Ich würde jetzt hier ein Tortendiagramm erzeugen. Leider kann ich es nicht benutzen, weil es weder mit A noch Emacs aufgesetzt ist, das System. Das hier ist nur ein sehr kleiner Eindruck oder ein ganzer Eindruck von dem, wozu das System in der Lage ist. Wenn ihr
Wenn du also Daten von vielen Systemen bist, kannst du zum Beispiel Session benutzen. Du kannst zum Beispiel eine Session definieren und für einen Zugriff auf irgendein System. Wenn du jetzt diese Einstellung in deinen Dokumentation verwenden möchtest und im nächsten Block kannst du dann die vorherigen Umgebungen benutzen, um das weiter zu verwenden. Das ist sehr großartig. Der Org-Mode ist zu vollständigen Spreadsheet-Verwendung, also Excel-artig in der Lage. Hier habe ich jetzt zum Beispiel den Stadtplan, den Fahrplan nach Berlin-Bildenhang eingetragen und am Ende habe ich zum Beispiel die Summen aus Gemüseeinkauf und Bahn hier zusammengefasst. In der nächsten Tabelle habe ich zum Beispiel von zwei Familien die Ausgaben zusammengerechnet, mindestens zwei Personen, Petersens drei Personen. Und wie ihr jetzt hier sehen könnt, an diesen Formel unten. In dieser Formel ist eine Referenz zu der vorherigen Tabelle. Und das holt jetzt die Werte aus dem anderen Tabelle und fasst das hier zusammen. Ich hoffe, ihr seht, worum es dann tatsächlich geht. Kleiner Bonus. Es gibt Millionen, Milliarden von tollen Features. Das ist ein ganz möglich an Bausteinen. Was auch immer für Bausteine ihr aus der Kiste nehmt, wo auch immer ihr die miteinander kombiniert. Org-Mode ist in dieser Art und Weise ein großartiges Tool. Es gibt eine sehr nette Kommunität, eine sehr aktive Community. Alle Voraussetzungen werden schon in diesem Projekt erfüllt. Man kann Text benutzen. Man kann die eigenen Geschäftstätigkeiten damit organisieren. Man kann Python-Skript organisieren. Man kann die Ausgaben wieder als Eingabe für andere Komponenten benutzen und dadurch kann man eben A, Perl, Python miteinander kombinieren. Man kann damit sehr gut recherchieren. Ich habe zum Beispiel drei CVS-Dateien mit Rohdaten und dann einen Org-Mode-File. Und dann kann man das in ein PDF übersetzen. Mit einem Knopfdruck eine PDF-Version der Ausgabe. Ich hätte gerne ein paar Minuten mehr, weil das nicht meine Maschine ist. Möchtet ihr ihm eine Verlängerung von zwei Minuten geben? Ja. Files, ein Textfile. Ein paar Files mit Dokumentation, Kommentaren, Scripts wie diesen hier, die mit Python, mit R oder was auch immer ihr haben wollt. Und einem einzigen Tastaturabkürzung, wo ihr das ganze ACM-PDF-File rauskriegt. Und es ist total klar, was der Autor mit den Rohdaten gemacht hat, bis zum finalen Produkt mit Diagramm und allem anderen. Und das ist sehr, sehr großartig. Sogar für dich selber, weil du nicht vergisst, wie du das oder dies produziert hast, dieses Diagramm und diese Veränderung. Du musst einfach nur ein Tastaturabkürzungsding einkippen und er kalkuliert alles und sieht die Daten und so weiter. Ihr könnt damit Produkte managen, irgendwelche Tabellen machen und viel, viel mehr. Leider habe ich leider nur sehr wenig Zeit. Also,
da gibt es einen Haufen Leute da draußen, die Org-Mode benutzen. Die URL ist da oben. Org-Mode.org. Aha. Ganz einfach zu merken. Wenn du auch mir folgen willst, weil wir ein total fanatischer Freak über Personal Information Management bist, nicht nur Org-Mode related, dann findet ihr mich auf Twitter. Wir haben natürlich auch einen selbstgeschriebenen Blog, natürlich. Ich habe meinen ganzen Source Code auf GitHub, zusammen mit vielen, vielen Extensions für Emacs Org-Mode, weil mein Gehirn nicht so richtig kompatibel ist mit Lisp, jetzt muss ich das mit Python machen. Also wenn du kein Lisp-Mensch bist, ist Emacs genau richtig für dich. Also, wenn ich ein paar Requests kriege, dann kann ich das auch in einem GitHub-Repository reinstellen. Es ist einfach nur ein Textfile. Vielen Dank. Gibt es irgendwelche Fragen? Wo ist die Vim-Version? Ich benutze Vim jeden Tag. Ich schreibe sogar meine E-Mails mit Vim. Sogar meine Konfigurationsfiles mit Vim. Und ich kenne es auch wirklich gut. Aber wenn ich Org-Mode gesehen habe und den Org-Mode-Daemon, habe ich sofort Emacs wieder installiert und habe wieder Org-Mode gelernt. Also kannst immer noch Vim benutzen für was auch immer ihr wollt. Aber bitte benutzt Emacs Org-Mode, um euer digitales Leben zu organisieren, weil da ist nichts Besseres als dieses Ding. Und glaubt mir das, ich habe alles ausprobiert. Vielen Dank für deinen sehr enthusiastischen Talk über Emacs Org-Mode.